So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ihr seht vielleicht, ich habe heute mein Priestergewand an. Ja, es gefällt mir ganz gut, es ist schön weiß. Ich sehe mich auch als Priester des Lichts, Bewusstseinscoach, Priester des Lichts. Und da, wenn wir da schon mal beim Thema sind, habe ich verschiedene Sachen vor an meinem Kanal. Einerseits möchte ich künftig, das kann aber noch ein bisschen dauern, weil da brauche ich Skype, aber ich möchte künftig so spirituelle Beratung geben. Da biete ich dann an, dass ihr mich auf Skype anrufen könnt. Also das heißt, spiritueller Anarchist, bis jetzt momentan habe ich noch kein Internet. Ich sage euch dann noch, aber nochmal Bescheid, dass ich euch einfach so in allen spirituellen Fragen beraten werde. Ja, und dann sind noch, was ich noch vorhabe, dass ich jeden Sonntag sowas mache, sowas wie einen Gottesdienst, also so einen frei spirituellen Gottesdienst, ja, wo ich einfach verschiedene Themen anspreche und die aus der freien spirituellen Sicht quasi behandle, ja, verschiedene spirituelle Ansichten zu einem Thema, sag ich mal, äußere, ja, das habe ich vor, das würde ich dann auch am Sonntag machen, ja, so ein Sonntagsgottesdienst, weil Sonntag ist eigentlich der Soltag, eigentlich der Tag von Sonnengott Sol. Und da ja Sonne ja die Quelle des Lichts ist, finde ich das auch ganz passend. Deswegen würde ich da einfach das auch am Sonntag machen, so ein Sonntagsgottesdienst. Ja. Ja, heutiges Thema sind nun mal Tipps und Tricks zum Thema Astralreisen und Meditation. Ja, gut. Ich würde mal sagen, ich fange mal mit der Meditation an. Wie meditiert man richtig? Ja, es ist ja so, dass man das gar nicht so verkomplizieren sollte. Also Meditation wird oft schwieriger gemacht, als es ist, weil Meditation eigentlich das Einfachste, was es gibt. Ja. Es ist eigentlich im Prinzip nur das Achten auf den Atem und ja, und mehr ist da eigentlich nicht da. Ja. Man nimmt da folgende Haltung an, man kann die Hände jetzt so nehmen oder man legt die Hände so auf den Schoß oder man faltet die Hände. Ja. Auch das spielt keine Rolle, das ist je nachdem, wie es einem beliebt. Ja. Dann kann man die Augen öffnen oder geschlossen halten. Ja. Also, wenn man jetzt zum Beispiel vor einer Katze meditiert, empfiehlt es sich natürlich, die Augen vielleicht leicht geöffnet zu haben. Ja. Und ansonsten, also ich meditiere eigentlich meistens immer mit geschlossenen Augen. Ja, man kann meditieren mit Frequenzen. Das ist gar kein Thema. Ja, mache ich auch oft, dass ich Kopfhörer anziehe und Frequenzen anhöre und gleichzeitig das mit der Meditation verbinde. Ist sogar sehr effektiv. Ja, gibt es ja so viel Meditationsmusik und ja, man kann auch natürlich logischerweise auch Frequenzen zum Aktivieren der Zirbeldrüse anhören. Ist sogar noch dann alles noch effektiver. Ja, und dann Atmung. Im Prinzip, man kann die meistens mal sagt man so, ist Meditation eigentlich nur Nasenatmung, dass man nur durch die Nase atmet. Aber man kann auch den Mund leicht geöffnet lassen. Beim Ausatmen, dass der Mund noch so leicht geöffnet ist, auch das ist für das Ziel relevant. Ja. Also gerade so die Deutschen haben immer so Angst, dass sie da und dort Fehler machen. Ja. Wenn nur eins oder nur dies oder das richtig sein kann, aber das ist Quatsch. Ja. Es sind oft beide Sachen richtig. Also man kann ja bei der Meditation nicht viel falsch machen. Ja, ja und so geht man her. Also man schließt die Augen und dann 3 bis 4 Sekunden einatmen und 3 bis 4 Sekunden ausatmen. Und so kommt man langsam zur Ruhe. Also, einatmen, ausatmen. Man kann ja dann auch innerlich sagen, Om benutzen. Ja, das sind alles so Sachen, die sind optional.
Also wie gesagt, meditieren ist wirklich easy. Ja. Meditieren heißt auch versenken, also man versinkt richtig in diese Ruhe. Ja. Konzentriert sich auf den Atem. Da gibt es jetzt dann auch zwei Möglichkeiten, dass man jetzt zum Beispiel, man macht ja auch Bauchatmung, wenn man meditiert, dass man sich auf den Bauch konzentriert. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus, beim Ausatmen geht der Bauch wieder zurück. Dass man sich darauf konzentriert oder dass man sich auf den Punkt zwischen den zwei Augenbrauen konzentriert, also an der Nasenspitze, was ja so als drittes Auge bezeichnet wird, was so mit der Zirbeldrüse zusammenhängt. Wenn die Zirbeldrüse sehr aktiv ist, dann hat man hier so leichtes Ziehen, so leichte Druckgefühle. Und das kommt auch bei der Meditation. Ja. Meditation ist sehr gut zur spirituellen Weiterentwicklung, stärkt die Intuition. Man wird ruhiger, man wird gelassener, wenn man öfters meditiert. Die Zirbeldrüse wird aktiviert, trainiert durch Meditation auf ganz natürliche Weise. Und dadurch ist Meditation sowas, was echt wichtig ist, auch wenn man sich spirituell weiterentwickeln will. Ja. Also auch hier Astralreisen. Da kommen wir ja dann schon mal zum nächsten Thema. Ich meditiere auch immer jeden Abend. Ich höre erst meditiere mit Frequenzen vom Computer. Dann lege ich mich ins Bett und mache da nochmal Meditation ohne Frequenzen nochmal, einfach um zur Ruhe zu kommen, zum Entspannen. Ja, man kann früh morgens meditieren, man kann abends meditieren. Also das spielt also alles absolut keine Rolle. Also ihr seht, das ist so easy. Man kann sogar unter dem Gehen meditieren, ja, auf den Atem achten und dann in diese Phase hineinkommen, also spielt keine Rolle. Ja. Kraftorte sind ganz gut, dass man seinen Kraftort findet. Entweder, dass man kurz vorm Schlafen geht, wenn es ganz dunkel ist, dass man da im Bett seinen Kraftort hat, oder dass man in der freien Natur ist. Sehr effektiv, muss ich echt sagen, in freier Natur zu meditieren. Man kommt da gleich in andere Bewusstseinszustände, muss man sagen. Also ist sehr, sehr gute Sache, Meditation. Ja. Jo, dann war noch mal eine Frage, noch mal, ob ich noch ein paar Tipps habe zum Thema Astralreisen. Ja, ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie eine gut trainierte, entgiftete, entkalkte Zirbeldrüse ist für Astralreisen, weil die Zirbeldrüse produziert DMT, das Nahtodhormon. Dadurch kann man viel leichter Astralreisen einleiten. Je besser die Zirbeldrüse aktiv ist und DMT produzieren kann, desto besser ist es. Deswegen Zirbeldrüse entkalken, entgiften. Durch Nahrungsergänzungsmittel wie Kurkuma, Tamarinde, Koriander, ja, was gibt es noch? Ja, Coralla, Spirulina, Fluorid weglassen, Fluorid we nur noch fluoridfreie Zahnpasta kaufen. Geht zum Bioladen, sagt sie, ihr wollt die billigste, da reicht die billigste fluoridfreie Zahnpasta. Es gibt am Internet Anleitungen, wie man die auch selber machen kann, Zahnpasta, ganz günstig. Salz, auch beim Salz gucken, kein Fluorid, also dass da kein Fluorid drin ist. Also, wenn da schon Dreck statt Rot steht, Fluorid, dann weglassen, nicht kaufen, das andere kaufen. Ja, Zirbeldrüse, wie gesagt, gibt es von Anatom ein super Video: Zirbeldrüse entkalken, entgiften. Auch nochmal, stehen auch nochmal die Tipps, die Nahrungsergänzungstipps und was dort zu achten ist. Also, Anatom, ich kann es mal verlinken, das Video, sehr super. Ja, wenn ihr Astralreisen einleiten wollt, wie gesagt, bei mir klappt es halt nicht mit Frequenzen, aber es brauche ich auch nicht unbedingt. Bei mir ist es halt so, ich wache irgendwann mitten in der Nacht auf. Manchmal mache ich auch Schlafunterbrechung, dass ich den Wecker stelle. Und gucke dann, dass ich aber gleich wieder in die Ruhephase komme. Also, dass ich nicht zu arg wach werde, das ist das Problem, dass ich immer schnell wach werde. Und dann mache ich es halt so. Also guter Trick ist einfach, man stellt sich den Körper wie ein Raumschiff vor, ja. Und ich kann also das Raumschiff mit meinem Bewusstsein nur verlassen, wenn alle Systeme runtergefahren sind. Also ich schalte alles ab in meinem Raumschiff, ja. Alles fahre runter, ja. Ihr legt das Raumschiff richtig lahm, ja. Stellt euch vor, euer Körper ist richtig tot, ihr legt euch dran wie tot, ja. Und seid ganz entspannt und nur eure Zirbeldrüse. Stellt euch eure Zirbeldrüse vor, wie die volle Kanne DMT produziert. Ja. Nur das sagt sie ihr Volldampf voraus. Also da bei der Zirbeldrüse sagt sie ihr mit maximaler
Geschwindigkeit soll sie, also DMT, produzieren. Ja. Das stellt euch richtig vor, stellt euch richtig vor, wie die Zirbeldrüse pumpt, wie das DMT in den Körper reinpumpt, bis euch schlecht wird. Der ganze Körper wird mit DMT überflutet und dann macht ihr die Luke aus eurem Raumschiff auf und dann steigt ihr aus. Also das klappt wunderbar. Ihr flutscht einfach nur so aus dem Körper, so hart, so klappt es bei mir. Also das ist ja ganz einfacher Trick, ja. Visualisieren natürlich, ja, also man visualisiert, wie man aus dem Körper rausgeht, ja. Und natürlich auch, was halt auch wichtig ist, fester Glaube, natürlich, ja. Ihr könnt auch Gebet sprechen, dass ihr sagt, Gott, steh mir bei jetzt und ermögliche mir die Astralreise. Ihr könnt auch zum Universum oder zum Geistführer beten. Das spielt keine Rolle, ja. Und ja, und dann sagt er halt einfach, ich steige jetzt aus und stellt euch das so vor und flutsch, seid ihr draußen. Und das ist halt genial. Also, wie gesagt, ich werde es nie vergessen, wenn ich zum ersten Mal raus bin. Ja, ich hab's geschafft. So geil. Super Gefühl, ja. Wenn ihr eure erste Astralreise geschafft habt, das ist genial. Also, und dann klappen die anderen dann viel leichter. Ja, in der letzten Zeit war es halt so, ich habe jetzt viel anderes Probleme gehabt im Kopf und man hat es aber kalt, deswegen hat es auch nicht mehr so geklappt. Oder davor war es so, dass ich es nochmal mit Frequenzen nochmal probiert habe, aber es hat dann nicht geklappt. Also. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass es geht und ich werde es auch wieder machen. Also ich werde es auch wieder einleiten, die Astralreise, ist gar kein Thema. Ja, und ich trainiere jeden Tag meine Zirbeldrüse und je mehr man sie trainiert, desto besser, wie gesagt, wird das Ganze. Ja, mir hat man immer geschrieben, dass er mal Kopfschmerzen bekommen hat von den ganzen Frequenzen. Da ist es dann wichtig, dann Pause zu machen. Also ihr dürft das auch, solltet es auch nicht übertreiben. Ja. Es ist ja so, wenn man so mal stundenlang paukt, dann qualmt auch die Birne, dann muss man auch mal aufhören, dann muss man mal spazieren gehen und mal Sport machen oder so. Dass einfach das Gehirn wieder Sauerstoff bekommt und Blut bekommt und sich wieder entspannen kann und anpassen kann. Ja, also da ist natürlich auch wichtig, nicht zu übertreiben. Also es bringt nichts, wenn ihr tagelang nichts macht mit eurer Zirbeldrüse und dann volle Kanne dann 10 Stunden da Frequenzen anhört. Ja, da macht es ganz mehr hin, wie gut machen. Also es ist immer so häppchenweise die Zirbeldrüse trainieren. Ja. Trainieren durch Meditation, Frequenzen, ja, Marco-Hümer-Frequenzen, ist egal, ob Marco-Hümer oder kostenlose Frequenzen, spielt keine Rolle, ja. Also das ist ganz arg wichtig. Ja, okay, ich hoffe, ich habe euch soweit helfen können. Wenn ihr noch andere Tipps habt, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, teilt das Video, ja. Es kommen noch, wie gesagt, noch viele öfters mal Themen zum Punkto, was mit Astralreisen zusammenhängt, werde ich öfters jetzt auch ansprechen. Ich werde nochmal ein Video machen über den Stand der Dinge, Strom- und Internetanschluss, was bei mir jetzt halt der Fall ist, dass ich jetzt auch bald wieder Internet habe, weil ich doch Strom anscheinend, also doch Internet brauche, weil ich einfach den Kontakt zu meinem Kanal mir einfach schon wichtig ist, den gut laufenden Kontakt, weil das halt mit dem Handy halt immer ein bisschen blöd ist. Ja gut, okay, dann war es mal soweit. Also ich hoffe, ich habe euch helfen können mit dem Video. Dann wünsche ich euch noch alle ganz schönen Tag, ganz viel Licht und Liebe und ein schönes Wochenende. Und würde ich mal sagen, macht's gut und bis bald.